Ich begrüße euch alle in den Namen Jesu Christi. Allein diesen Namen auszusprechen, berührt mich. Ich habe heute so ein Erlebnis, ich habe so einen neuen Mitarbeiter heute gehabt und er hat mir ein Zeugnis erzählt von sich. Es hat mich so inspiriert. Ich habe ihn an der Hand gefasst, habe gesagt, ich bin froh, dass ich dich kennengelernt habe. Eine Person kennenzulernen, der erfahren hat, Jesus. Ein Teil Jesu in sein Leben gekommen. Das ist so gewaltig. Deswegen dürfen wir es gar nicht für sich behalten. Wir haben kein Recht dazu. Wir müssen von diesem Evangelium, von dieser guten Nachricht weitergeben. Was ist eigentlich die gute Nachricht? Was ist eigentlich? Wir haben jetzt gerade gesagt, Botschaft des Krieges, ja, und so weiter. Aber da ist ein Wort, der uns erfreut. Welches Wort ist? Wer ist das Wort? Jesus ist das Wort. Und wenn mir irgendwas anderes die Nachricht geworden ist meines Lebens, nicht Jesus, dann habe ich wirklich das Evangelium verfehlt. Das Ziel verfehlt. Das Ziel ist immer Jesus. Waldemar hat am Anfang auch so gesagt, dass sie Jesus verloren haben. Ganz schlicht und einfach. Da hat er auch das gesagt, das falsche Evangelium. Das kann nicht anders sein. Wo ist das Problem? Das Problem, dass sie Jesus aus dem Leben verloren haben. Aber wie kann das sein? Ich habe immer gesagt, nein, so gut wie wir erzogen sind, wie wir so viel wissen, also dieses Wort gilt mir nicht. Also das ist an die Galater, die haben da wirklich missgebaut oder was Falsches gesagt oder gemacht, die sollen das verantworten. Wir sind doch besser. Und Gott hat mich da richtig berührt. Und hat gesagt, ist das wirklich auch bei dir so, dass du in einem richtigen Evangelium bist? Was ist falsch, richtig? Man kann gute Worte reden, sagen ja, und das durch das Wort Jesu Christi selig geworden, reicht nicht aus. Warum? Ich kann das Wort hören, ja, die Dämonen hören auch, dass es Jesus gibt und zittern dabei. Das reicht nicht aus. Es reicht auch nicht aus, wirklich glauben, dass das Blut für mich vergossen ist am Kreuz. Reicht nicht aus für die Rettung. Wer steht es in dem Wort? Er hat so sehr die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit andere nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Was ist das ewige Leben? Ich muss jetzt zurückkehren zu dem Garten Eden. Mitten im Garten stand ein Baum, Baum des Lebens. Wenn ihr von diesem Baum isst, werdet ihr ewig leben. Ihr werdet mit diesem Baum verbunden sein. Die Frucht des Baumes gibt euch Leben. Ihr seid mit dem Leben. Was ist das für ein Leben? Das ist Jesus. Der Baum des Lebens mitten im Garten war Jesus. Und dieser Jesus zieht sich durch das ganze Alte Testament hindurch. Und die Botschaft des Heils ist, habe ich Jesus. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, ich kann so viel reden, ich kann sagen, ja, ich weiß, diese Erkenntnis, diese, das glaube ich, das hat der Prediger gesagt, das. Aber die Frage ist immer noch bei mir, lebt Jesus in mir? Bin ich mit Jesus verbunden? Habe ich Anteil an ihm? Bin ich an dieser Quelle? Oder verpasse ich diesen Weg zu Jesus? Man kann so viel gut reden. Man sagt, ja, das ist ja für die andere Gemeinschaft. Nein, das Wort gilt für jeden. Jeder muss sich überprüfen, was ist in mir innerlich? Lebt Jesus in mir? Oder,
oder irgendwelche oder will irgendwelche alte Traditionen, die mich so gelehrt haben, wenn du jetzt dich gut kleidest, wenn du dich gut anziehst, dann passt du dazu und dann gehörst du auch zum Christentum. Wenn du das und das tust und jenes befolgst, wenn du das Geld in die Kasse bringst. Nein, das reicht nicht aus. Du kannst der Mustermensch werden. Du kannst wirklich alles befolgen, alle Regeln und doch Jesus im Herzen nicht haben. Es geht um Jesus, um die Persönlichkeit Christi Jesu. Ja, das Blut rettet uns, richtig, aber das Blut muss in mein Inneres hineinkommen. Ich muss mit diesem Blut in Kontakt kommen, mit dem Leben Jesu. Wenn dieser Kontakt nicht stattfindet mit mir, dann bin ich in anderem Evangelium. Wirklich. Ich habe ein Gespräch mit einem Mann, der eine riesig große Gemeinde leitet, ist auch so stolz und so. Und da habe ich so, dass mein Sohn umgezogen ist und er hat beim Umzug mitgeholfen. Und da die Fahrten sehr weit waren, hatten wir Gesprächszeit gehabt. Und da kam ich mit ihm ins Gespräch und habe ich gesagt, mich wird sehr interessieren, wie stehen Sie zu dieser Frage, das Gesetz des Geistes hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Naja, sagt er, Otto, da muss man wirklich sagen, man darf nicht übertreiben, nicht alles vergeistlichen. Das ist, so muss man sehen, wir haben beides. Ja, wir sind ja auch von der Sünde befreit, Stück weit, aber wir sind ja schwache Menschen. Wir können ja nichts, wir müssen ja sündigen und wir sind da zwischen diesen zwei, beides ist in uns. Und da habe ich nicht weiter mit ihm befasst. Ich habe es verstanden. Das ist gerade das falsche Evangelium. Dass Leute sich da keinen Gedanken machen. Ja, natürlich bin ich im Fleisch und Blut. Natürlich kann ich auch schlechtes Wort sagen, aber es geht doch nicht um mich. Es geht um Ehre Christi Jesu. Jesus hat mich befreit von Sünde und Tod. Glaubst du das? Wenn du das nicht glaubst, wie kannst du Anteil an Christi haben? Jesus hat sich dir hingegeben. Jesus verspricht, verbirgt sich dafür. Er steht mit seinem göttlichen Autorität und sagt, Otto, ich habe dich befreit von aller Sünde. Von allem habe ich dich befreit. Glaubst du das? Wenn ich das innerlich fasse, werde ich wirklich frei. Wenn der Sohn frei macht, ist wirklich frei. Eine Freiheit kommt in mein Leben. In Jesus sind alle Probleme gelöst. Er hat alles gut gemacht. Er kam in unser Leben. Er kam und redete mit Menschen. Und die Leute haben gesagt, er hat alles gut gemacht. Die Blinden können sehen, die Lahmen können gehen. Und die Herrlichkeit Gottes haben wir gesehen in Christus Jesus, was wir berührt haben, was wir getastet haben, was unser geworden ist. Das ist Gnade und Gnade. Das ist diese Freiheit und Liebe Christi in uns Menschen. Deswegen können wir wirklich eine Mustergemeinde sein. Wir können mithalten und sagen, ja, da bei uns gibt es die Bibel, wird ganz richtig gepredigt, aber trotzdem geht es um dich. Hast du Anteil an Jesus? Jesus hat gesagt, an jenem Tage werden zu mir kommen Menschen und von Rechten, von Linken und sagen, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, haben wir nicht diese Wunder getan in deinem Namen? Und er wird zu einigen sagen, ich habe euch nicht gekannt. Ihr habt und nie gekannt. Habt keinen Anteil an, ich kenne euch nicht. Wie kann sowas sein? Dämonen austreiben, wie kann es so sein? So nahe und nah bei Jesus sein, Kraft von Jesus empfangen und nicht sein zu sein, ihm nicht gehören, keine Zugehörigkeit zu Jesus Christus. Deswegen, jeder muss wirklich sich fragen,
Lebt Jesus in mir? Habe ich Anteil an ihm? Bin ich mit diesem Blut verbunden? Esse ich sein Fleisch? Trinke ich sein Blut? Lebt Jesus in mir? Redet er in mein Herz, in meinen Seelen? Und da ist die Antwort. Wenn da Jesus ist, ist Herrlichkeit. Auch in deinem Leben schon ist Herrlichkeit. Aber wenn Jesus nicht da lebt, dann viele sagen, das ist so vermessen, dass Paulus sagt, verflucht und so weiter, mit Fluch schmeißt er rum. Aber wisst ihr, ich habe so ein Gespräch mit einem Mann gehabt, der tiefe Depressionen erlebt. Er hat gesagt, oder du weißt nicht, wer das ist. Du denkst, es hört niemals auf. Gott kann doch nicht zu sein, dass er wirklich Menschen in die Hölle gehen lässt. Gott ist doch Liebe, er lässt sie doch nicht. Ich habe gesagt ihm, weißt du, aber Gott hat seine Grenzen. Und die Grenze hat er in Jesus Christus gesetzt. Mit Christus steht und fällt alles. Wenn du Jesus nicht annimmst, kommst du in die Hölle. Wenn er nicht Anteil deines Lebens geworden ist, wenn Jesus nicht dein Herr und Heiland geworden ist, wenn Jesus nicht ein und alles für dich geworden ist, bist du verflucht. Wirklich. Es gibt außerhalb Jesu kein Segen mehr. In Christus gibt es Segen. Hier gibt es die Herrlichkeit. Außerhalb Christi gibt es nur Fluch. Und deswegen war dem Paulus nicht, die Leute zu beleidigen. Er wollte sie wirklich gewinnen, wirklich an Christi teilzunehmen, an Einheit mit Christus zu werden. Ein Mensch, ein Geist zu werden mit Jesus. Ich hätte so ein paar noch mehrere Gedanken, aber ich will eure Zeit nicht in Anspruch nehmen. Ja. Ich will noch ganz kurz dazu sagen, dass ich komme ein bisschen zurück zu dem Gesetz der Sünde und des Todes. In Russisch heißt es noch Zakon Zhizni. Das gefällt mir besser. Also das Gesetz des Lebens. So steht es in der russischen Übersetzung. Das Gesetz des Lebens hat dich frei gemacht. Diese Botschaft habe ich angenommen. Habe ich die Freiheit, die absolute Freiheit Christi in Anspruch genommen. Das heißt nicht, dass du jetzt unfehlbar bist. Nein, du musst aber glauben, dass Jesus es machen kann in deinem Leben. Um das geht es. Es geht nicht um dich. Es geht nicht um deine Verfehlungen. Es geht um das, was Jesus in dein Leben machen darf. Er kommt nicht hereingedrängt. Er ist Liebe. Er drängt dich nicht dazu. Er möchte, dass du das freiwillig, aus tiefster Überzeugung, aus seinem Inneren sagst, ja Jesus, ich trenne mich von der Sünde. Ich trenne mich davon. Komm in mein Leben, Jesus. Ich schaffe es nicht ohne dich, aber du schaffst es. Genau Jesus schafft es in deinem Leben. Wenn du an ihn glaubst, dass er dich befreit hat von der Sünde, wird er in dein Leben kommen. Und du wirst sehen, wie viele Möglichkeiten sich aufschließen. Welche Freiheit wir erleben in Jesus, wenn der Sohn frei macht, ist wirklich frei. In Christus Jesus sind wir frei. Wünsche ich euch wirklich Gottes Segen und seine Liebe. Amen.